Sport im Jahr 2014. Musik hören, die zurückgelegten Kilometer, die Zeit und den Kalorienverbrauch messen lassen und dabei noch ständig erreichbar sein. Smartphones machen's möglich. Was früher wie die Zukunft klang, ist heute längst Gegenwart. Zeit für den nächsten Schritt. Und der führt an die Kasse. Denn inzwischen können Verbraucher mit ihrem Smartphone über entsprechende Apps sogar bezahlen. Stichwort Mobile Payment. Das mittelfristige Ziel ist, Portemonnaies überflüssig zu machen. Beim Handelsforschungsinstitut EHI in Köln gehen die Branchenexperten fest davon aus, dass Mobile Payment mehr und mehr möglich sein wird. Schon jetzt plane der Handel in diese Richtung. Wir wissen, dass 37% der Einzelhandelsunternehmen in den nächsten 2 Jahren ihre Kassensoftware und ihre Hardware überarbeiten werden. In dem Zuge dieser Überarbeitung wird man dann auch mobile-fähig werden. Das heißt, wir werden dann zusammen in 2 Jahren mehr als 50% der Händler haben, die in der Lage sind, Zahlungen per Handy abzuwickeln. Und diese Art von Bezahlung muss mehr bieten, um eine wirkliche Alternative zu Bargeldkarte und Co. zu sein. Zum Beispiel die Möglichkeit, mit einem Bezahlsystem auf allen Kanälen einkaufen zu können. Eben nicht nur im Ladengeschäft, sondern genauso beim Online-Shopping. Direkt an der Plakatwand oder zu Hause beim Kauf auf Rechnung. Und das vor allem sicher und schnell. Cross-Channel-Payment heißt das bei Anbietern wie dem Unternehmen Yapital. Mit dem Smartphone verlagert sich der Geldautomat in die Hosentasche. Damit haben wir größtmögliche Flexibilität. Wir müssen uns ans Handy als Bezahlmedium erstmal gewöhnen. Bei den Menschen, wo das schon passiert ist, sehen wir, dass es sich auch sehr schnell rumspricht. Und da gesagt wird, oh, da habe ich ja dann tatsächlich eine Kostenübersicht, da habe ich die Kostenkontrolle. Inzwischen kann sich laut TNS-Infratest fast die Hälfte aller Deutschen vorstellen, mit dem Mobiltelefon zu bezahlen, anstatt mit Bargeld oder Karte. Zumal der Nutzer direkt und sofort sehen kann, wie sich sein Kontostand nach dem Kauf verändert. Einmal angemeldet, können sich Nutzer einzelner Anbieter beispielsweise schon jetzt untereinander Geld zusenden. In Echtzeit und ohne Überweisungsträger, ohne Online-Banking und ohne Kleingeld zu zählen. Da lassen sich die Ausgaben fürs Essen gehen doch gleich viel bequemer teilen. Natürlich nur, wenn er nicht ganz bezahlen will. Ich bin total entspannt mit sowas, ja? Kannst richtig schön bezahlen gehen und.